Ein Berg, den fast jeder Mensch auf diesem Planeten kennt. Ein Berg, mit dem tragische Geschichten, großartige Erfolge, überraschende Wandlungen und nicht zuletzt auch große Enttäuschungen einhergehen. Willkommen zur ersten Episode der Berge im Porträt. Der Mount Everest ist der bekannteste Berg der Welt, weil er, wenig überraschend für die meisten an dieser Stelle, auch der höchste Berg der Welt ist. Mit 8848 Metern ragt er weit über seinen Nachbargipfel, den Lhotse, der auch ein 8000er ist, hinaus. Die Form des Berges ist einzigartig. Obwohl er keine so spitze und ausladende Form hat wie andere Berge, besticht der Mount Everest optisch mit endlos langen und extrem steilen Flanken. Die Nordflanke scheint unbezwingbar zu sein und auch von der Westflanke und der Ostflanke wirkt der Berg nicht ansatzweise einladender. Seine bekannteste Seite ist die Seite vom Khumbu-Tal aus, der Südseite. Hier finden die meisten Versuche statt, den Mount Everest auch zu besteigen, da er von dieser Seite aus relativ lange in einer moderaten Steigung verläuft, was vor allem dem Khumbu-Gletscher geschuldet ist. Der Mount Everest ist auch aus geologischer Hinsicht spannend, da er im Gegensatz zu den meisten Gebirgszügen der Alpen aus vielen komplexen und auch verschiedenen Gesteinsarten besteht. Vor allem aber besteht der Everest aus Gneis und in den höheren Lagen auch aus Granit. Doch allzu viel sieht man von dem Gestein ohnehin selten, da der Sagarmatha durch die Höhe ohnehin das ganze Jahr über zumindest zu großen Teilen von Schnee bedeckt wird. Sagarmatha? Was ist das denn? Der Mount Everest heißt in Asien eigentlich gar nicht Mount Everest. Zwar wissen die Menschen vor Ort natürlich auch Bescheid, was es mit dem Begriff auf sich hat, die Nepalesen nennen diesen Berg aber eigentlich Sagarmatha. Und nochmal verwirrender wird es, wenn man auf die andere Seite des Grenzberges schaut, nach Tibet, denn hier heißt er Chomolungma. Sagarmatha bedeutet übersetzt so viel wie Stirn des Himmels und Chomolungma, wie ihn die Tibeter nennen, bedeutet Mutter des Universums. Doch das sollte die Briten nicht davon abhalten, den Berg letztlich trotzdem Mount Everest zu nennen. Doch wie kam es zu diesem Namen? Um dieser Geschichte auf den Grund zu gehen, müssen wir eine Reise in die Geschichte der Erstbesteigung machen. Oder genauer gesagt, in die Geschichte der ersten Versuche. Denn auf Anhieb gelang der höchste Berg dieses Planeten nämlich nicht. Machen wir also eine Reise in das Jahr 1921. Im Jahr 1921 war Indien eine britische Kolonie, sodass die britische Expedition für den Mount Everest eine denkbar gute Ausgangsposition hatte. Doch zu diesem Zeitpunkt gab es an diesem Berg noch keinerlei Versuche, ihn auch zu besteigen, sodass die ideale Route völlig unbekannt war. Bei einer Umrundung des Mount Everest stellten die Briten fest, dass der Anstieg über die Nordseite wohl die vielversprechendste sein soll. Mit der Herausforderung, dass die Nordseite nicht britisches Hoheitsgebiet war. Die Folge war, dass sich die britische Armee den Weg nach Tibet durchgeschossen hat. In Tibet selbst fragte man den Dalai Lama persönlich um Erlaubnis, den Berg über ihr Gebiet zu besteigen, denn die Tibeter wollten genau das verhindern. Der Dalai Lama stimmte zu, gezwungenermaßen, da sonst wohl das komplette Gebiet Tibet ausgelöscht worden wäre. Die Briten hatten also keinerlei Skrupel, wenn es um die Besteigung des höchsten Berges der Erde ging. Everest heißt der Berg letztlich also deshalb, weil ihn der Vermesser George Everest einige Jahrzehnte nochmal zuvor erstmals entdeckte und vermessen hat. Zu seinen Ehren wurde der Berg deshalb nach ihm benannt. Doch der erste Besteigungsversuch 1922 erbrachte keinen Erfolg, jedoch aber einige Erkenntnisse. Insgesamt dreimal hatte die britische Expedition in diesem Jahr versucht, den Mount Everest zu besteigen. Bei jedem Versuch schafften sie es letztlich immer ein kleines Stückchen weiter. Beim ersten und dem dritten Versuch kam ein Mann vor, der es vor allem in der zweiten britischen Expedition 24 zu großer Berühmtheit schaffen sollte: George Mallory. Er hatte vor allem beim dritten Versuch im Jahr 1922 nur mit viel Glück wieder es vom Berg geschafft. Denn gerade der dritte Versuch, der kurz vor dem Grat endete, der war besonders. Die Bedingungen waren im Gegensatz zu den ersten beiden Versuchen gut und sowohl die Träger als auch die Bergsteiger waren in einer guten Verfassung. Alle Bergsteiger waren am Weg durch die Nordflanke, als plötzlich ein Schneebrett abging. Dieses riss fast die komplette Belegschaft an diesem Tag in den Tod. Überlebt hat lediglich die erste Seilschaft des Teams und zwei weitere Abgestürzte. Die restlichen des Teams waren tot oder wurden nie gefunden. Das war das Ende der Expedition. Doch 1924, nur zwei Jahre später, wollten es die Briten erneut wissen. Wieder mit dabei George Mallory, außerdem auch Andrew Irvine. Er wurde deshalb wichtig, weil er sich mit George Mallory, dem hochbegabten Bergsteiger, bereits bei der Anreise angefreundet hat. Doch vor allem war Andrew Irvine eins: er war technisch versiert.
Und nachdem die Bergbesteigung nur mit damals hochkomplexen Sauerstoffgeräten machbar erschien, wollte George Mallory im dritten Besteigungsversuch der zweiten britischen Expedition einen Partner, der seine Sauerstoffgeräte reparieren und bedienen kann. Auch wenn Edward Norton der bessere Bergsteiger und Partner gewesen wäre. Ob die Wahl die richtige oder gar die bessere war, das sei dahingestellt. Denn beim dritten Besteigungsversuch machten sich Mallory und Irvine vom Lager 5 auf ins Lager 6 mit diversen Trägern. Doch diese haben die beiden dann wieder nach unten geschickt, um Odell, einem weiteren Bergsteiger, eine wichtige Nachricht zu übermitteln. Lieber Noel, wir werden morgen vermutlich sehr früh aufbrechen, um klares Wetter zu haben. Es wird nicht zu früh sein, um 8 am nach uns Ausschau zu halten. Entweder beim Queren des Felsbandes unter der Gipfelpyramide oder beim Aufstieg am Grat. Ihr G. Mallory. Diese Nachricht waren jedoch die letzten Worte, die man von George Mallory jemals lesen würde. Denn Mallory und Irvine verschwanden an jenem Gipfeltag, dem 8. Juni 24. Doch Odell hatte sie dabei angeblich in Form schwarzer Punkte beobachtet. Ob sie jedoch den Gipfel erreicht haben, blieb unklar. Odell selbst und auch die Spuren, die später in den folgenden Jahren gefunden wurden, ließen keine Rückschlüsse auf eine mögliche Erstbesteigung zu. Niemand weiß bis heute mit Sicherheit, ob die Besteigung glückte oder scheiterte. Denn wenngleich George Mallory gefunden wurde, Andrew Irvine ist bis heute verschollen. Und klar ist auch, dass Irvine eine Kamera bei sich trug, dessen Film heute noch entwickelt und ausgewertet werden könnte. Ein Kamerafilm, der das Foto beinhaltet, welches die gesamte Geschichte des Mount Everest neu schreiben könnte oder eben nicht. Denn die Erstbesteigung des Mount Everest war nicht geglückt, weder inoffiziell noch offiziell, weshalb sie letztlich noch ausständig war. Die Tatsache war für die Briten aber kein akzeptabler Zustand, weshalb sie es über die Jahre danach immer wieder probierten. Immer erfolglos. Bis zum Jahr 1953. In diesem Jahr sollte die Geschichte geschrieben werden, die heute so viele Bergsteiger auf der Welt kennen. Über die nepalesische Seite des Mount Everests und den Khumbu Icefall sollte es diesmal gelingen, dass erstmal ein Mensch auf dem Mount Everest steht. Dabei wurde nichts dem Zufall überlassen. Zwei Teams wurden aufgestellt, um die Chancen zu verbessern. Das erste Team schaffte es lediglich bis auf den Südgipfel und musste aufgrund technischer Probleme umkehren. Nun war der Moment der Wahrheit für zwei Bergsteiger gekommen. Für Edmund Hillary und den Sherpa und seinen mittlerweile guten Freund Tenzing Norgay. Diese beiden schafften es letztlich am 29. Mai 1953 um 11 Uhr morgens auf dem Gipfel des höchsten Berges der Erde zu stehen. Details zu Edmund Hillary und seinem Lebensweg findet ihr übrigens in diesem Video da oben. Doch mit der Erstbesteigung verlor der Everest noch lange nicht die Mythen und die Geschichten. Viele Geschichten sollten erst geschrieben werden. So kam einige Jahre später die Frage auf, ob es überhaupt möglich ist, für einen Menschen auf dieser Höhe ohne zusätzlichen Sauerstoff zu überleben. Ob der Mensch nicht einfach umfallen würde und sterben würde. Niemand konnte das in den 70er Jahren so recht sagen oder gar berechnen. Die wissenschaftlichen Daten und Ansätze fehlten. Am 8. Mai 1978 wollten zwei heute und auch damals schon weltberühmte Bergsteiger aber genau dieser Frage nachgehen. Reinhold Messner und Peter Habeler unterstützten eine wissenschaftliche Harakiri-Mission. In dem Westen glauben, dass das Überleben auf dieser Höhe möglich sein könnte, riskierten die beiden Bergsteiger ihr Leben, um den Skeptikern der Wissenschaft einen Beweis liefern zu können. Am 8. Mai 1978 wurde der Mount Everest von den beiden erstmals ohne künstlichen Sauerstoff bestiegen, womit gleichzeitig bewiesen wurde, jeder Berg auf der Erde kann ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen werden. Eine wichtige Erkenntnis für die Geschichte des Alpinismus. Doch nach all den Heldentaten, den Ereignissen und den neuen Erkenntnissen, die sich rund um den Mount Everest aufgetan haben, bleibt heute nur noch wenig davon übrig. Der Mount Everest wurde durch die mediale Aufmerksamkeit zwischen 1950 und 1990 zu einem Wirtschaftsfaktor. Sowohl die Region Tibet als auch Nepal wussten schnell um die wirtschaftliche Rolle des Mount Everests. Expeditionen von ausländischen und einheimischen Agenturen starteten, um Menschen das gleiche Erlebnis bieten zu können, wie es Hillary, Norgay, Messner und Co. erlebt haben. Doch schnell wurde hier Kritik laut, da der Berg für die kommerziellen Expeditionen stets vorbereitet wurde. Sherpas tragen sämtliche Lasten für die Bergsteiger. Köche bekochen die Gäste und Climbing-Sherpas präparieren den Weg so, dass es keine schwierigen oder gefährlichen Passagen mehr gibt. Reinhold Messner nannte diese Verunstaltung des Bergsteigens übrigens den Pistenalpinismus. Dieser Trend explodierte in den 90ern und hält bis heute an, weshalb auch die Kosten für eine Everest-Besteigung ins Unermessliche stiegen. Bis zu 150.000 Dollar kann man für Luxusbesteigungen bezahlen. Steigeisen und Schuhe anziehen lassen, natürlich inklusive.
Der Berg wurde von einem historisch wichtigen Ort für Entdeckung und Erfolge zu einem Ort des Tourismus. Eine Art des Tourismus, die über die letzten Jahre auch immer mehr die anderen 8000er, aber auch Berge in den Alpen vereinnahmt hat. Bis heute bleibt die Route über den Khumbu-Gletscher die beliebteste Aufstiegsroute. Neben dieser gibt es aber bis heute immer noch die ursprüngliche Aufstiegsroute über die tibetische Seite, aber auch weitere Routen, die teilweise erst einmal oder nur wenige Male jemals durchstiegen oder wiederholt wurden. Die Zeiten des Abenteuers sind am Mount Everest aber nicht vorbei. An keinem Ort der Welt treffen extreme Bedingungen, extreme Witterungen, extreme Alpinisten und extremer Tourismus so stark aufeinander wie auf dem höchsten Berg der Welt, dem Mount Everest. Über den Mount Everest gibt es viel zu erzählen. Dieses Video hätte noch locker 50 Minuten länger sein können. Wenn euch noch mehr zum Mount Everest interessiert, die politische Bedeutung, die anderen Routen oder auch die historische und religiöse Bedeutung, schreibt es sehr gerne in die Kommentare, dann wird es eines Tages auf jeden Fall nochmal einen zweiten Teil zum Mount Everest geben. Was haltet ihr vom Mount Everest? Wenn ihr ihn besteigen könntet, würdet ihr es obgleich all der Umstände tun? Was spricht eurer Meinung nach dafür oder dagegen? Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Meinungen zum Mount Everest. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.